So, hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Pokémon Dusk. Ja, wir haben ein paar Quests auf uns, die müssen wir noch abschließen. Oh, was passiert? Ach, nichts. Ich dachte gerade, es würde was, würde sich was tun. Wir müssen auf jeden Fall von... Wir haben noch Hälfte Leben, ich weiß nicht, ob wir... Oh, Alter, ein Shiggy. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Fahrradladen und dort... Das ist sein Haus. Tür entriegelt. Und hier ist ein Sicherheitssystem. Hier sind wir also, Alberts Haus. Das war also mit Sicherheitssystem gemeint. Aber es sieht aber aus, als wären die Steine nicht echt. Ich könnte sie bewegen. Ein interessantes System. Ich schaue gerade, wie ich da am besten durchkomme. Ich muss irgendwie da runter. Dazu müsste ich... Ich überfliege es gerade, damit ich einfach durch kann. Den hier verschieben, das heißt den hier, um da hinzukommen, muss ich den rechts verschieben, das heißt so. Nein, ah, toll, ich wollte das nicht. Okay, ich muss den hier zweimal hochsetzen. Okay, dann warte, stimmt das jetzt? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Denn ich kann den hier nicht mehr verschieben. Probieren wir es mal so aus. Ich bin ein Genie. Radiomodul erhalten. Bringen wir es zurück zu Albert. Der wird wissen, wie man das Radiomodul benutzt. Das wird nicht so einfach. Denn höchstwahrscheinlich kommt da noch was auf uns zu. Ein wildes Pokémon vielleicht. Oder auch nicht, die sind alle tot. Was war noch die Mission? Wir haben noch irgendwo einen Schlüssel bekommen. Nur wo? Ach ja, die Spielhalle. Da waren noch einige Überlebende drin. Ich hoffe, das überleben wir. Ich werde, aber wir haben noch gar nicht gespeichert bis jetzt. Einfach, falls wir sterben, dass sich der Punkt zurücksetzt. Alter, die sind alle tot. Außer der hier, der lebt garantiert noch. Ich kann sie nicht angreifen. Zwei werden garantiert... Da habe ich doch gedacht. Pistole gefunden. Okay, jetzt kommt der nächste wahrscheinlich. Oh, das sind eine Menge, ne? Ich verpiss mich einfach. Ich meine, ich brauche nur die Pistole. Egal, ich lasse die Tür einfach so. Ich bekämpfe die lieber im freien Raum als in einer engen... Im engen Casino. Und wir müssen das Igelava eh so wieder heilen, sehe ich gerade. Bedeutet, wir können nochmal zurück. Geben die Pistole ab. Das heißt, wir haben schon mal einen auf unserer Seite, der weiter auch Zombies killt. Du hast es gefunden. Sehr gut, mein Junge. Nun mal schauen, ob das Militär oder die Seuchenschutzbehörde etwas sendet. So, geben wir ihm mal den Radioempfänger.
Schlechte Nachrichten. Keiner sendet irgendwas. Aber irgendjemand muss es doch geben, der etwas gegen diese Infektion tut. Wie es aussieht, nein. Ich habe mich fest darauf verlassen, dass die Regierung uns nicht hängen lässt. Aber jetzt das. Keine Polizei, kein Militär, keine Seuchenschutzbehörde, die uns helfen können. Niemand. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Tut mir leid, dass ich dich da rausgeschickt habe. Das Radiomodul ist nutzlos, wenn keiner etwas sendet. Aber es hat einen integrierten Musikplayer. Ich kann nichts damit anfangen, aber du kannst es ruhig haben. Okay, wir können jetzt noch stylische Musik lassen, während wir Zombies töten. Okay, Musik können wir, ja. Kannst du die Lieder anhören. Ist wohl eine nette Abwechslung für zwischendurch. Momentan ist aber nur ein einziges Lied enthalten. In ganz Dukatia sind Musikstücke verteilt, die du aufsammeln kannst. Sie werden dann automatisch in einen Musikplayer hinzugefügt. Besuche am besten nochmal einige Orte, an denen du schon warst. Vielleicht findest du ja dort ein oder das andere Musikstück. Danke dafür. Ein bisschen Musik wird sicherlich mich ein bisschen beruhigen. Also auf jeden Fall gut. Du hast sie mitgebracht? Erstklassig. Die Pistole ist noch voll geladen. Sieht so aus, als wäre sie noch nicht benutzt worden. Wie auch immer, Zeit, diesen Beißern aufs das Maul zu stopfen. Ich war eben draußen. Mann, diese Biester werden immer brutaler. Ich habe meinen Magen fast vollständig Magazin fast vollständig verschossen. Ich konnte viele der Beißer töten. Andere wiederum konnte ich nur verletzen. Aber selbst die sollten jetzt einfach zu erledigen sein. Das nimmt mir und Brando eine Menge Arbeit ab. Danke dafür. Das war selbstverständlich. Tja, das war alles, was ich für euch tun konnte. Noch viel Glück, ihr zwei. Marta, Ethan? Komm doch bitte mal her, wenn du die Zeit dafür hast. Ja, was ist denn, Marta? Hallo, Junge. Du musstest dringend etwas für mich erledigen. Es ist wirklich wichtig. Ich habe von dieser Katastrophe mit meinem Mann ich habe vor dieser Katastrophe mit meinem Mann die Poke-Pension geleitet. Ach, das waren schöne Zeiten. Viele junge Trainer kamen zu uns, damit wir ihre Pokémon aufziehen sollten. Das waren wunderschöne Zeiten. Oh, entschuldige. Ich schwelge schon wieder zu viel. Mir ist eingefallen, in der Pension müsste noch ein Pokémon-Ei sein. Ich kann mich aber nicht beim besten Willen nicht erinnern, was für ein Pokémon in dem Ei drin war. Wenn es ein Wasser- oder Flug-Pokémon ist, wäre das unsere Fahrkarte hier raus. Möglich, aber jetzt ist es erstmal egal. Es ist ein Lebewesen, das noch nicht mal geboren ist. Und es gehört sich nicht, dass es in dieser Gefahr ausgesetzt wird. Könntest du es mir bitte aus der Pension holen? Ja. Ja? Mach ich. Ich werde dir das Ei holen, Martha. Das ist schön. Vielen tausend Dank. Ja, ich gebe dir auch den Schlüssel. Okay, wir müssen jetzt noch... Die Pension ist unten. Das Ei sollte liegen. Okay, nimm es mit und bring es... ja, okay. Kleinste Erschütterungen können das Ei beschädigen und das Pokémon würde es nicht überleben. Ich werde es mit meinen Augapfel hüten. Okay, wir müssen jetzt das Poke-Ei holen. Und gleichzeitig noch in den Bahnhof. Ich glaube, der Bahnhof kann warten. Wir holen uns das Ei. Ein Musikstück. 2 von 6 freigeschaltet. Luna View, Moonscape. Ich schau mal nach. Ich hoffe, dass die GEMA mir hier nicht, ne? Also YouTube und so... Pokekommen? Wir haben... Also, wenn das nicht gute Musik ist, dann weiß ich auch nicht. Toll. Ich dachte, das bleibt... Thank you.
Muss schon sagen, hat einen Groove drin. Okay, was ist das nächste? Ich werde das hier nicht weiter abspielen, weil ich habe so das Gefühl, dass hier vielleicht die Lizenzierung noch einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Ist ja YouTube und kennt man ja. Ach ja, es hieß, dass er einige Orte neu, aber ich muss die Musikstücke ja nicht suchen, wenn ich sie nicht benutze. Ach, ich hätte noch, ich wollte noch heilen. Doch garantiert auch ein Pokémon-Zombie drin, oder? Ach, Musikstück. Okay. Oh, toll. Eine Wasserleiche? Ach so, nee, ich wollte. Können wir eh nichts tun, dann lassen wir es halt drin. Jetzt müssen wir das Ei nehmen und sicher zurückkehren. Ethan erhält Ei. Könnte sein, dass wir gar nicht getroffen werden dürfen. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf nichts ab. Es darf nicht zerbrechen, sonst war alles umsonst. Oh nein. Ich werde nicht in irgendwelche Kämpfe. Ich werde mich nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Sondern einfach nur alle über. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Verpisst euch. Danke. Ich kümmere mich später um die. Erstmal will ich das Ei wegbringen. Hier, nimm. Du hast das Ei gefunden. Wunderbar. Weißt du, ein junges Leben, das noch im Entstehen ist, muss man einfach schützen. Danke euch beiden. Durch euch ist ein weiteres Leben gesichert. Hier, Dave hat das vorhin gefunden. Dein Igelava kann es sicher brauchen. Brando KP Plus. Maximale KP ist auf 25 gestiegen. Nice. Haben wir jetzt auch direkt wieder volles Leben? Das wäre natürlich nice. 6. Alter, wir haben nicht viel Leben. Ja, ich weiß, wir brauchen noch eine Heilung. Danke. Okay, jetzt müssen wir erstmal noch die Stadt säubern. Das wird noch mühsam. Draußen lebt es leider ein bisschen viel Gesindel. Komm her. Spielhalle ist geschlossen, mein Junge. Komm her. Okay, wir erklären erstmal alle Pokémon, alle Zombies auf, dann, weil es werden immer mehr und wir müssen einfach aufräumen. Okay, hat auch funktioniert. Okay, wir haben alles aufgeräumt. Wir können jetzt noch
unsere letzte verbleibende Mission erfüllen. Wir müssen nämlich in den Bahnhof. Ach ja, da ist er ja. Perfektes Timing, Ethan. Wenn wir versuchen wollen, die U-Bahn wieder in Gang zu setzen, müssen wir die Stromversorgung der Gleise wiederherstellen. Ich könnte den Stromkasten reparieren, aber um an den ranzukommen, müsstest du zuerst die Matschbirnen für mich aus dem Weg räumen. Und wenn wir dann die U-Bahn wieder in Gang gesetzt haben, können wir bis nach Kanto durchfahren. Lauf einfach durch den Bahnsteig und dann nach hinten rechts. Dort ist der Bahnuntergrund. Den Sicherungskasten müsste dann am Ende des Ganges sein. Im Untergrund sind viele dieser Monster, auch Gift-Pokémon sind dort tief unten. Sie werden versuchen, euch mit Giftschleim anzugreifen. Dieses Gift führt zwar zu keinen Infektionen, trotzdem führt das zu einer Vergiftung von Igelava. Hier, nimm das. Ich hoffe, du wirst es nicht brauchen. Wir haben ein Gegengift. Sehr gut. Ich warte hier, bis du das Ende erreicht hast und komme danach. Oh Gott, Gift-Pokémon. So, ist hier noch was drin? Leer, schade. Alter, der hat ein Tempo drauf. Das ist nicht gut. Ich meine, die sind wirklich dumm. Aber manchmal auch erstaunlich schlau. Alter, One-Hit. Nice. Damit kann ich gar nicht interagieren. Alter. Schade. Auch nichts. Sind wir eigentlich schon im Untergrund? Nee, hier geht's runter. Hier kommen die Gift-Pokémon. Okay, hier ist schon irgendwas zerstückelt worden. Ich weiß nicht mal, was es war. Ich muss ein bisschen früher drücken, sehe ich gerade. Sonst verliere ich unnötig Leben. Und der Typ macht hier einfach gar nichts. Ich glaube, den mit Gift werde ich einfach nur mit Glut angreifen. Aua. Toll, wir wurden ernsthaft vergiftet. Wie wirkt sich das Gift aus? Über Schritte? Ich glaube über Zeit. Ich muss ein Gegengift benutzen. Beutel, Gegengift. Okay. Wir dürfen nicht nochmal vergiftet werden. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Wir sind ja nicht mehr vergiftet. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Wir dürfen nicht nochmal vergiftet werden, sonst war's das. Okay. Alter, wie tief geht's denn noch?
jeden Fall ein weiteres Gift-Pokémon hier unten. Okay, nice. Okay, mit der Entfernung kriegen wir es auch hin, wenn wir genug Platz haben. Eine Arena? Psst, Ethan. Hm? Oh, du bist's. Mir ist für eine Sekunde das Herz in die Hose gerutscht. Entschuldige, der Schallkreis müsste am Ende des Ganges sein. Was machst du eigentlich hier unten? Gut, Brando und ich gehen sicherheitshalber vor. Bleib einfach nah an uns dran, okay? Alles klar, dann geht mal vor. Oh, scheiße. Wie konntest du mich nur finden? Brando, schnell! Attacke! Harold! Was? Du wurdest gebissen. Er hat mich am Oberarm erwischt. Scheiße. Verdammte Scheiße. Hör zu. Es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass ich mich infiziert habe, oder? Es ist alles okay, ja? Es ist nicht alles okay. Ah, es schmerzt entsetzlich. Ich bin ganz sicher, nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrecken. Hier ist nichts passiert, klar? Alles ist gut, ja? Alles ist gut. Wir machen weiter wie bisher. Am Ende des Ganges sollte ein Stromgleis sein, okay? Okay. Ja, aber er sollte doch seine Arbeit zu Ende bringen, weil das ist noch das Einzige, was er tun kann. Da haben wir ja das Scheißding. Mal sehen, was nicht in Ordnung ist. Huh? Stimmt was nicht? Ja, jemand war hier schon dran. Der Zug läuft nicht, weil eine Sicherung oder sowas fehlt. Nein, der Zug läuft nicht, weil hier jemand die ganze fucking Elektronik mutwillig zerstört hat. Das kann ich nicht reparieren. Dazu habe ich nicht die benötigten Teile. Wäre ja nur zu schön gewesen. Und was jetzt? Ich habe keine verfickte Ahnung. Ich bin gerade auf 180. Es klappt nichts, aber auch gar nichts. Mein Oberarm brennt so fürchterlich. Wir sind fertig. Hier gibt es nichts zu tun. Lass uns ins Versteck zurück. Alter, wir können den auch nicht einfach zurücklassen, oder? Wie wohl die anderen im Versteck darauf reagieren werden, dass er gebissen wurde? Leute, der darf gar nicht so weit kommen. Obwohl, das hieß mehrere Stunden. Weiß nicht, wie weit der Rückweg als Zeit zählt. Geh voraus, vielleicht haben wir ja noch andere infiziert auf dem Weg hierher übersehen. Ich hoffe nicht. Aha. Was? Niemals. Das ist doch nicht möglich. Hey, ist es nicht? Was habt ihr unten zu suchen? Bianca, die Arena-Leiterin von Ducatia City? Aber ich dachte, sie wäre schon aus der Stadt geflüchtet. Sagt schon, was wolltet ihr denn machen? Hey, ganz ruhig. Wir sind Überlebende, wie du. Wir wollten den Strom wieder in Gang setzen, damit der Zug wieder läuft. Damit könnten wir alle aus der Stadt raus. Aber leider scheint daraus nichts zu werden. Jemand hat die Elektronik zerstört. Ganz genau, ich habe den Stromkasten manipuliert. Ich lasse nicht zu, dass ihr den Zug wieder in Betrieb nehmt. Bist du irre? Der Zug war unsere Rettung. Da hat er recht. Was gibt dir das Recht dazu, unsere Fluchtmöglichkeit zu verhindern? Was? Ihr wollt es auf die harte Tour? Könnt ihr gerne haben. Was hat sie vor?
eure letzte Chance, es sein zu lassen, um euch zu verpissen. Ethan, die Alte ist total verrückt geworden. Weißt du was? Wir sollten nun sie aus dem Weg räumen. Sie behindert unsere Flucht. Wegen ihr verrecken wir alle noch. Entweder wir oder sie. Was? Nein, spinnst du? Sie ist ein Mensch. Ich kann nicht. Vielleicht hat sie einfach nur Angst und ist mit den Nerven am Ende. Solche Situationen überfordern den einen oder anderen manchmal. Gut, er wollte es nicht anders. Miltank, du bist dran. Was? Ein normales Miltank? Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Brando, Alter, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Hat er gerade geblockt? What? Walzerattacke? Lass mich bloß damit in Frieden. Au, Alter. Au. Das wird nicht gut. Nein. Das war knapp. Ich glaube, wir haben es geblockt. You are dead. Okay. Ist ja gut. Ach nein, Spiel fortsetzen, ernsthaft? Ach nein, wir haben so wenig gespeichert. Alter, das war der letzte Speicherpunkt, ist doch zum Kotzen. Leute, ich mache hier einen Cut. Alter, das ist schon über Zeit. Aber wir sehen uns wieder beim nächsten Part und wieder an der alten Stelle. Also, bis zum nächsten Mal.